Ich heiße Therese Radoschei. Meine Aufgabe war es zum Beispiel, die Einteilung des Personals, an welchen Arbeitsplatz die sollten, was sie reinigen mussten oder wofür sie zuständig waren. Einige, die waren eine halbe Zeit in der Kaltküche, die andere Zeit am Buffet und auch einige, die an der Kasse waren und die Essensbons verkauften. Wenn wir am Tag 1500 Essen hatten, dann haben wir gejubelt. Das war immer unser Ziel, dass wir die Zahlen erhöhten, die uns dann nachher sagten, der Student ist zufrieden oder nicht. Des Mittags gab es also als Fleisch Gulasch oder Schweinebraten, Frikadellen. Und dann hatten wir in Mensa 2 den Abenddienst. Da gab es also mittags das volle Programm und abends. Da konnte man Russeneier, Fleischsalat und sowas oder eine russische Platte. Das war Kartoffelsalat mit Heringssalat und Fleischsalat und oben ein hartgekochtes Ei drüber zur Dekoration. Das größte Buffet in der ganzen Bundesrepublik. Die Hungerkurve hieß insofern die Hungerkurve, weil die manchmal mit dem Essen, mit den Portionen nicht einverstanden waren. Wir haben uns dann bemüht, das zu beenden oder zu ändern. Aber das hat den Herren nicht gepasst und den Damen. Und dann haben die uns die Hungerkurve genannt. Das war der sogenannte große Esssaal. Da waren viele Veranstaltungen. Und als die Mensa umgebaut wurde, hatten die Studenten vom Institut für Eisenhütten. Die hatten dann ihre Abschlussfeier bei uns und haben dann mit ihren Sektkorken die ganzen Lampen kaputt geschossen. Ich habe abends abgeschlossen und musste noch den Kassenraum abschließen. Und dann guckte ich auch die Toiletten nach, ob noch jemand da war. Und da stand an einer Toilette, waren Schuhe. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich schließe gleich. Nichts. Nach 10 Minuten bin ich wieder hingegangen, habe ich gesagt, es wird jetzt geschlossen. Nichts. Und dann habe ich Angst bekommen. Ich war ja auch noch jung und im Betrieb. Und dann habe ich den Herrn Steinhauer angerufen, der war im Bierkeller, der hatte Veranstaltungen. Und da sagte er, gehen Sie in den Kassenraum, ich komme sofort rüber, damit, wenn irgendetwas ist, Sie sofort am Telefon sind. Und der ist dann gekommen, ist in der Toilette, in der Nachbartoilette auf die Toilette gestiegen und dann standen da nur 2 Schuhe. Und dann waren die Unruhen, als in Persien der Kaiser gestürzt wurde. Dann haben die Studenten Revolte gemacht, haben uns unten in der Halle die ganzen Scheiben zerschlagen, haben eine Studentin, das war nicht sehr hoch, aber aus dem Fenster geschmissen, die ist auf einen Wagen gefallen. Und das war nicht so ganz einfach für uns. Und wir haben immer gesagt, sobald irgendetwas ist, lauft in die hinteren Räume und schließt die Türen zu. Ne? Weil wir immer hatten, wo das vorgefallen war, dass unserem Personal was passiert. Und während der Essenszeit standen Mannschaftswagen auf dem Bandplatz. Die waren sofort hier. Wir hatten schon Angst, wenn es Mittagessen ausgegeben wurde. Fußgängerball, das war ein ganz berühmter Ball. Da waren zum Teil 1800 Gäste und das war so schlecht zu berechnen. Kommen viele, kommen wenige. Und dann bin ich immer gucken gegangen, wie viel wir umgesetzt haben. Und wenn wir die 1000 erreicht hatten, habe ich gesagt, der Laden ist gelaufen. Es war anstrengend. Wir hatten immer viel zu tun. Aber ich habe das mit Freuden gemacht.